Hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge von Resident Evil 2. Und waren wir in diesem Raum? Alter. War ich in diesem Raum? Nein, war ich nicht. Nein, war ich nicht. Ich gehe wieder, Zombie in der Decke, greif mich nicht an. Danke dafür, Zombie in der Decke. I will always remember you as a good Zombie. Oder bin ich da hergekommen? Hä, bin ich da wirklich rausgekommen? What? Ich habe keinen Bock, dass der mich jetzt von oben anfällt. Kam ich von hier? Kam dieser Zombie schon immer aus der Decke? Das war's auf jeden Fall mit ihm. Das ist mir fuck egal, ob er aus dieser Decke kam oder nicht. Jetzt war's es mit ihm. Fucking Zombie hängt auf einmal aus der Decke, Alter. Mieses Dreckskind. Es fällt dem ein. How dares he? Das wird zu lange dauern. Gibt es da auch irgendwelche Anhaltspunkte? Ja, ihr geht's nicht gut. Aber die alternative Methode ist echt gut. Dafür, wenn du sehr wenig Munition hast oder der Zombie sehr stark ist, glaube ich. Man's Locker Room. What up, boy? Kommt da Gas raus? Da geht er nicht lang. Das war mal die Gasbarrikade da. Motherfucker! Kommt der Motherfucker aus dem Spind, Alter, wir hatten da reingesteckt, dieses vernachlässigte Miststück, Alter. Tragbarer Tresor. Hä? Okay, also. Ernsthaft? Gib mir den Inhalt. Die Taste.
Ja. Ich habe keinen Bock mehr auf Spinte. Auf die schon. Was ist denn das? Wie soll ich denn da reinkommen? Wie zum Teufel? Ich habe kein Werkzeug dafür. Ja, eher nicht. Da gibt es nirgendwo Anhaltspunkte. Oder? Gibt es die doch. Das ist der Weg. Ich hab nichts, um da durchzukommen. Resident Evil 2, es gibt viel zu entdecken. Yeah. Viel zu entdecken. Yay. Ich nagel unten jetzt beide Fenster zu. Sie stehen nicht nochmal auf, oder? Lady. Lady mit dem Geistergesicht. Stehen die nicht mal auf? Schön. Keiner von euch steht auf? Göttlich, göttlich, göttlich. Also auf jeden Fall, wenn ich jetzt die 2 ersetze, kriege ich neue Sachen. Also, oh, ein Messer. Oh, 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 ein Messer, ein Messer. Wo habe ich denn das gebraucht? Keine Ahnung. Da kriege ich Schießpulver und ein Messer. Mit der 1. Mit der 2 bekomme ich Schrotflintenmunition. Was ist das? Eine Tasche? Das Die 1 habe ich. Oh. Achso, ich muss entscheiden, die 2 oder die 3. Die 2 ist Schießpulver, die 3 ist aber nur das Messer. Ich muss mich entscheiden, ob die 3 oder doch lieber die beiden Sachen hier. Ah, nein. Okay. 3, 3, 3. Eins, null, drei. Gib mir dem Messer. Ue. So. Ah, ja, ein Messer. Yes, 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 yes. Was habe ich noch nicht alles durchsucht? Wo komme ich denn hier hin? Da geht's nicht weiter. Aber woher kriege ich die ganzen Zahlenkombis für die verschiedenen Rätsel? Wo soll ich die herkriegen? Wo zum Teufel soll ich die herkriegen? Stehen nirgendwo. Okay, das erste war jetzt irgendwie ein Rätsel, aber... Es gibt keine weiteren Rätsel, aber es gibt mehrere Schlösser. Was ist eigentlich mit diesem Königsfoto? Second floor.
Das C4. Ich kann das C4 losschneiden. Stimmt, stimmt, stimmt. Rotes Kraut lasse ich erstmal hier. Ich kann das C4 losschneiden. Dün, 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 dün. C4 losschneiden. Ist immer gut. Hab ich was vergessen? Okay, also ich komme hier nicht weiter. So viel steht fest. Ich komme nicht weiter, das heißt, es geht nur noch hier weiter. Hier schneide ich jetzt nur noch das C4 los, da kommt keiner mehr durch. Was mache ich da mit dem C4? Oh, ich brauche also was anderes. Kombinieren. Ja, nicht. Ich will nicht drauf schießen, nicht wirklich, aber. Was sind so da drin? Zombies. Lass einfach nicht auf mich aufmerksam machen. Gut, dann gehe ich jetzt hier doch wieder nach unten. Kann ich hier drüber hüpfen? Nein. Kann ich ihm Headshots geben? Musst du immer erst aufstehen. Bist du... Kannst du den Menschen bitte loslassen? Wo grunzt's jetzt noch? Okay. Also zwei. Oder nur einer. Zwei. Genügend Munition. Yes. Sind die am Boden liegenden? Nein. Ich schaff das. Ja, ich schaff das. Ich bin der. Ja, nein, nein, Zombie, nein. Nein. Also Frauenzombie, komm hier, boy! Das ist der Joker. Easy. Steht nicht nochmal auf, oder? Doch, tust du. Ich wette es. Ja, eher nicht. Großartig. Was mache ich jetzt mit denen, die am Boden liegen? No fucking idea, man. Soll ich die am Boden liegen, einfach jetzt? Einfach aufschneiden, bis sie nicht mehr im geringsten, ne, handlungsfähig sind oder was? Das ist mal eine neue Taktik, Alter. Ist das ein Messer? Was mache ich jetzt mit dem? Hier, fress Messer, Junge. Nein, 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 ich wollte doch schießen. Bitch. Oh, man. Ich blase dich so weg. Du kleiner Blasebalg, Alter. Ich benutze dich wieder. Komm her mit deinem Kopf, Alter.
Kein Aufstehen mehr für den Deppen. Stimmt, kann ich ihn einfach beide Arme abschneiden immer. You shall not stand up, Alter. Der andere Polizist auch nicht. Sehr schön. Welcher? Der da hinten. Können Sie mich hören? Scheinbar. Ich wollte schießen. Nein, ich kann diese Messer noch reinstecken. Aha. Hallo, Dörr. Dörr. Scheiße. Hey, mein Messer. Hat er verdient, steht er wieder auf, Junge. Aber es gibt ein zweites Messer für mich. War vermutlich sehr unnötig, dass ich das Messer jetzt hier verbraucht habe. Einfach weil ich dieses andere Messer haben wollte. Ja, das war's. Hey, was ist das denn? Klopapier. Nee. Hallo? Wie soll ich denn das jetzt machen? Was ist das denn hier? Der muss irgendwie sich wieder bewegen, sonst komme ich da nicht rüber. Aber es gibt nichts, damit er sich wieder bewegt. Das ist von dem Bild. Oh, ich habe so viel Stuff in meinem Inventar. Das ist noch sehr frei. Nein, da kann man nichts hin tun. Wieso? Was mache ich jetzt? Was tue ich jetzt? Gebe ich jetzt auf? Ah, ich hab's. Ich weiß schon, was ich aufgebe. Yes, perfekt. Soll ich das da anbringen? Wo bin ich auf der Karte? Ah, Eingangshalle. Da kann man speichern, ne? Ist der denn weg, der Schlüssel? Weiß ich nicht. Gehen zum Etat. Ich glaube, er ist abgenutzt. Nee. Nee, noch nicht. Er ist noch nicht abgenutzt. Aber hey, wo wir schon mal hier sind. Ich geh erstmal einen Speicherpunkt. Der eine Typ wollte mir was zeigen, aber neben dem, was der mir zeigen wollte. Irgendwie ein bisschen Speicherpunkt. Ja, schön. Freu dich. Löwenstatue. Löwenstatue. Löwe, Blatt, Vogel. Hier gerade ein Zombie rein. Das war der Morgen. Gib mir dem Siegel. Statt was werde ich das jetzt benutzen? Hä? So kack. Noch ein bisschen Sachen verschießen hier, bevor ich es benutzen kann. Oder wie? Jetzt habe ich eine Cutscene gestartet. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Ich habe so viele Sachen noch nicht gelöst. Ich glaube, ich hole die nur ins Haus. Ja, erstmal speichern. Ich gehe hier irgendwo. Ja, da unten ist die. Die Maschine. So eine Maschine, Alter. Gut.
Jetzt haben wir erstmal. Ich wollte vorher zwei. Gesoßt. Speicherstelle erstellen, falls du einen überschreibst. Du hast mehrere zur Auswahl. Mach zwei. Ich hab schon zwei. Von der Stelle jetzt hier. Von der Stelle hier. Wie meinst du? Ich wollte von dieser Stelle zwei machen. Falls du später mal irgendwie ein passieren ist, überschreibst, dass du auf den zurückkommst. Okay. Aber lass mir erstmal noch mal hinten in dieses Gebiet hier. Also erstmal, ich weiß nicht, ob die Gringos am Leben sind. Und der runtergefallen ist. Die Gringos, Alter. Aber da bringe ich mal Holz an. Und ich weiß. Ja, doch, ich muss da rein. Let me go. Kann ich da rein? Ich brauche eine Art Brechstange. Gott, gib mir eine Brechstange. I would really like a Brechstange. Really. Really, really like. Falsch, da. Ja, da. Wir brauchen noch den dritten Buchstaben. Was? Dunkelkammerbecken. Was habe ich denn da noch nicht gemacht? Den dritten Buchstaben suchen wir im nächsten Part. Nein, tun wir nicht. Ja. So, also dann, Leute, bis zum nächsten Part. Wir sehen uns dann wieder. Und ciao.